Herzlich willkommen, Leute. Schon das 20. Türchen. Ja, wenn da so eine 20 davor steht, dann kommt schon so allmählich der große Hype für Weihnachten. Ich hoffe, ihr hattet einigermaßen Glück beim Weihnachtsbanner, wie auch immer, Leute. Heute wird es mal wieder ein bisschen musikalisch, habe ich mir gedacht. Heute geht es um die Rekrutierungs-Themes aus Fire Emblem. Meine Top 5 und natürlich dürft ihr mir auch gerne eure Top 5 hinterlassen. Ich wollte euch nochmal ein kurzes Update auch geben beim PME. Wir haben es tatsächlich schon mal geschafft, also Corrin auszutauschen durch Shulk aus Xenoblade Chronicles. Ich blende hier mal den Screenshot ein. Sehr, sehr cool. Wir haben es dann auch geschafft, sogar schon 3D-Modelle zu exportieren, wie zum Beispiel vom Yato. Wir müssen mal schauen, ob wir es tatsächlich hinbekommen, sogar Waffen auszutauschen. Ich habe dafür zum Beispiel schon ein Monado 3D-Modell. Sehr, sehr coole Sache, Leute. Mal sehen, ob da einiges möglich ist. Also mit Texturen und so haben wir schon vieles hinbekommen. Da sind schon lustige Sachen passiert. Beispielsweise haben jetzt alle Golems das Gesicht von Angela Merkel. Sehr, sehr cool, Leute. Dürft ihr euch auf was freuen und so weiter. Das wird super lustig. Aber wie auch immer, legen wir los mit den Rekrutierungsteams. Das sollte nur mal so ein kurzes Update sein, was gerade wunderbar passt. Auf Platz 5 haben wir das Theme aus Fire Emblem Awakening. Das ist ein relativ entspannter Track. Und ich weiß nicht, er hat später nicht mehr so das Besondere, finde ich. Am Anfang gefällt er mir sehr, sehr gut. Da finde ich gut zur Atmosphäre des Spiels noch passt. Alles ist noch ein bisschen behäbiger. Es treten Charaktere eben auch bei, die teilweise sich auch schon untereinander kennen. Und ich finde, dafür passt der Track ganz gut. Er ist eben ein bisschen ruhiger als viele andere Rekrutierungs-Themes. Aber er sticht für mich auch nicht so wirklich heraus. Deswegen Fire Emblem Awakening hier auf Platz 5. Auf Platz 4 habe ich Fire Emblem Fates und zwar das Rekrutierungstheme aus Vermächtnis. Das gefällt mir etwas besser als das norrische Theme. Ist wohl Geschmackssache, was man mehr mag. Mir gefällt eben der fernöstliche Stil. Dadurch hat das Theme einen großen Wiedererkennungswert innerhalb der Reihe. Auch wenn es sich ähnlich mit Fire Emblem Awakening verhält, ist es relativ ruhig. Aber für mich passt es ganz gut so für Hoshido. Es wirkt bei diesem Theme so ein bisschen wie ein natürliches Band des Vertrauens zwischen den Landsleuten aus Hoshido so. Beziehungsweise es passt ja auch da ja meistens sowieso dann eben die persönlichen Gefährten der Adeligen mit beitreten und die Adeligen selbst. Und von daher kennt sich ja auch meistens schon irgendwie jeder untereinander. Es ist nicht so, dass man unbedingt viele neue Gesichter auf diese Art und Weise wirklich kennenlernt. Aus diesem Grund ist das mein 4. Platz. Thank you.
Auf Platz 3 habe ich das Theme aus Sacred Stones. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Hier hat man mal richtig viel Power jetzt im Vergleich zu den anderen bisherigen Plätzen. Und das ist mir schon irgendwie wichtig, dass ich bei einem Rekrutierungstheme so ein bisschen überrascht werde und mich so richtig freue über einen neuen Charakter. Ich finde, so ein Rekrutierungstheme muss es einfach schaffen, eine richtige Hype-Stimmung aufzubauen. Und ich finde, da ist eben Fates und Awakening eher so lala. Es passt am Anfang, gewöhnt sich aber schnell und die Themes sind nicht so besonders. Aber bei Sacred Stones ist es dann schon eher so, dass ich sagen würde, oh ja, jedes Mal super neuer Charakter. Ich höre das Theme, braucht noch gar nicht viel auf der Map passiert zu sein. Ich freue mich direkt. Und das passt einfach wunderbar. Das ist mein dritter Platz. Und das ist mir, wie gesagt, wichtig. Das ist auch bei den anderen Plätzen natürlich relevant, Leute. Auf Platz 2 habe ich das Theme aus Mystery of the Emblem. Na, das wird ja wohl jeder kennen, aber ich finde es erstaunlich, einfach die Power des Super Nintendo Chips hier mal so richtig nochmal zu hören. Ach, das ist einfach absolut herrlich. Das ist ein sehr nostalgisches Theme und natürlich das Rekrutierungstheme schlechthin. Eigentlich im Original Shadow Dragon and Blade of Light natürlich bereits integriert, wenn natürlich entsprechend mit den Limitierungen des Nintendo Entertainment Systems, aber mit dem Super Nintendo, oh, da hat sich einiges getan, Leute. Ich finde es fantastisch. Und es gibt einen guten Grund, warum man immer und immer wieder dieses Theme überall verwertet hat. Sei es in Smash Bros. Oder jetzt auch in Warriors und so. Es ist einfach ein Dauerbrenner. Und auch Blazing Blade orientiert sich ja an dem Theme. Und ich kann voll und ganz verstehen, warum. Es ist einfach wirklich, wirklich gut. Ich liebe die Komposition. Klasse, das bringt einen halt richtig in Fahrt. Man freut sich über die Leute, die dazu joinen. Wunderbar, Leute. Aber für mich persönlich zumindest gibt es noch eine Sache, die das Ganze toppt. Auf Platz 1 haben wir das Rekrutierungstheme aus Fire Emblem Radiant Dawn. Oh, das hat vielleicht einen Sound, Leute. Sehr beeindruckend. Wie ich schon sagte, ein Rekrutierungstheme muss für mich Hype-Stimmung aufbauen. Und wenn es das aus Radiant Dawn nicht tut, dann weiß ich auch nicht so wirklich. Dieses Theme hat einfach eine mordsmäßige Power und das passt halt perfekt zum Spiel selbst. Man hat einen riesigen globalen Konflikt, in dem man sich befindet. Und es ist einfach alles so ein bisschen auf Action getrimmt. Klar, dass man vielleicht nicht unbedingt so viel Zeit hat für Gespräche oder so und dass sofort alles losgeht. Man kann sich ja richtig vorstellen, wie auf einmal ein unbekanntes Gesicht am Horizont auftaucht und sich vielleicht durchmetzelt durch Gegnerhorden und sich alle fragen, was ist denn das für ein Typ? Und der ist eine große Hilfe für uns, na sowas, aber ich glaube, wir müssen erstmal später reden. ziemlich witzig, aber ja, eindeutig mein erster Platz, zumindest für mich persönlich. Aber ich denke, auch der zweite Platz ist da auf jeden Fall ein sehr großer Anwärter, der ist für mich ganz dicht dran, hat auch den entsprechenden Nostalgiewert, aber Radiant Dawn mit seiner schieren Power im Rekrutierungstheme holt sich diesen ersten Platz wohlverdient. Na, jetzt seid mal wieder ihr gefragt, Leute. Was sind denn so eure bevorzugten Rekrutierungsthemes? Ich kann mir gut vorstellen, dass es ähnlich abläuft. Meiner Meinung nach ist es hier nämlich tatsächlich so, dass Fire Emblem 4 und 5 gar nicht so sehr rausstechen. Und man hat halt sehr, sehr oft bei anderen auch das Theme aus Mystery of the Emblem halt nur ein bisschen als andere Version, was mir oft aufgefallen ist so. Von daher, ich bin mal sehr gespannt, ob es sich ähnlich verhält oder eher weniger. Beziehungsweise, ob ihr auch dann so der Meinung seid, man braucht viel Power bei einem Rekrutierungstheme oder es lieber ruhig angehen lässt und dann eher Fire Emblem Fates and Awakening hier für euch das Richtige ist. Je nachdem, könnt ihr mir gerne schreiben. Ansonsten geht es natürlich fleißig voran. Ich bin schon so ein bisschen am Ausprobieren beim PME bei Pick My Edits.
Habe ich ja schon am Anfang erwähnt, es werden erste Fortschritte erzielt, aber richtig los geht's natürlich erst über die Weihnachtsfeiertage. Und insofern mal wieder, wie immer, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Türchen.